Aber offensichtlich bin ich irre genug zu glauben, dass diese Beziehung trotzdem funktionieren könnte. Aber das ist nur dann möglich, wenn wir uns hinsetzen und ein paar Dinge festlegen. Und was? Was wir voneinander erwarten. Ein paar Spielregeln. Abgesehen von Privatabenden und deinem Miefkissen, was willst du sonst noch? Okay, gut, ich bin froh, dass du fragst. Also, zunächst mal, wir werden auf der Straße nicht Händchen halten. Wir sind nicht 10 Jahre alt. Und wenn ich vergesse, dir eine Tür aufzuhalten, du hast 2 Arme, tu was damit. Und bitte mich nie, dich zum Flughafen zu bringen. Dafür wurde das Taxi erfunden. Frag mich nie nach meiner Meinung, wenn du sie nicht hören willst. Ich fahre nirgendwo hin, wo man nicht parken kann. Iss nie von meinem Teller. Deine Mutter geht mir am Arsch vorbei. Wenn ich mit dir Eiskunstlaufen angucken muss, sind wir geschiedene Leute. Ist das alles? Nicht die komplette Liste, aber ein Anfang. Jetzt du. Ich will, dass du auf meine Gefühle eingehst. Oh, das ist eine völlig überzogene Forderung.